Jo, damit herzlich willkommen wieder im Windresort Simulator Season 2 im Multiplayer-Projekt mit Nico. Hey. Und heute ist auch wieder der Niklas mit dabei. Servus. Wir haben in den letzten zwei Folgen in Bayern ein Timelapse, eine Timelapse, genau, haben wir die Pisten so weit präparieren, dass wir ein paar Bahnen öffnen können. Und diese Bahn müssen wir jetzt auch beschicken. Ich zeige noch mal kurz auf der Karte hier die. A ist die Funitel, müssen wir beschicken zuerst mal, genau. Dann noch die beiden Lifte, die Hexenkesselbahn und die Dreisbahn, der Kristallexpress, genau. Der Niklas ist in der Talstation und der Nico ist hier bei mir oben. Und wir haben ja in der ersten Folge, als wir präparieren gegangen sind, die Kabine hier schon nach oben genommen, deshalb brauchen wir jetzt keine Personalfahrt mehr zu machen, sondern können hier direkt schon mal alles fürs Beschicken einrichten. Weiß jemand, wie das funktioniert? Also ich schon. Okay, dann ist gut. Machen Station auf beide. Weißt du es auch, Niklas? Ja. Ich hoffe stark, du kommst unten klar. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Also, gehen wir mal das Signal, dass wir bereit wären. Wir sind bereit. Ist eigentlich die Antriebsstation hier oben? Ja, der Antrieb ist hier oben. Kannst hier in den Keller schauen gehen. Okay, er scheint auch bereit zu sein, dann können wir Das heißt, es anfahren. geht los. Genau. Jetzt geht's ab. Ho. Okay. So, dann können wir jetzt die Bahn anfahren. Hoffen wir jetzt, dass alles so funktioniert, wie es soll. Und wir schauen mal kurz nach vorne zur Kuppelklemme. Habt ihr ein Cis gedrückt? So, die erste Kabine kommt von unten raus. So, eigentlich steht hier alles. Hä? Wahrscheinlich die Abstandsregelung hier unten. Okay. Nee, sollte alles passen. Bei mir passt alles. Ja, habe ich gerade gesehen. So, hier muss kurz schauen. Die jetzt vorne. Okay, bei mir ist jetzt gleich schon das Mittelgleis dran. Sobald die letzte Kabine aus dem Umlauf auf das B-Stück verlassen hat, dann können wir anhalten. Könnt ihr dann klingeln, wenn das soweit ist unten? Ja, also bei uns im B ist kein, also es stehen noch drei Stück auf dem Ding, aber. Okay. Nicht jetzt. Ist fertig. Ja, es stehen halt noch drei Stück hier drin, keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ja. Mir ist fertig. Ich halt mal an. Okay, jetzt müssen wir im Kommandoraum auf Mittelgleis schalten. Habt ihr das? Dann Anwurf und dann E vorwärts gedrückt halten. Noch nicht anfahren. E vorwärts. Achso, vorwärts.
dann noch den weiche Mittelgleis. Wo ist der? Ah, hier. Habt ihr das alles? Ja. Können wir anfangen. Sollte funktionieren. So, fahren die Gondeln bei euch jetzt direkt auf die Hubdrehweiche? Ja. Ja, die fahren da drauf. Ja. Gut, dann passt alles. Der Nico hat übrigens nach unten gewechselt. Ich bin im Fly-Modus. Oder so, ja. Ja, scheint. Und hier läuft noch die eine Schneekanone, dann können wir etwas beschneien über den Tag, obwohl das wenig Sinn macht. Okay, die Lesse fährt jetzt hier bei mir gleich schon auf die Hubdrehweiche. Ja, bei uns ist jetzt... Ja. Okay. Und bei mir fährt sie gerade noch drauf. Wir schauen mal. Ja, und die erste von unten kommt jetzt gerade in die Station. Okay, also jetzt soll es eigentlich sogar passen, also es hat ja, glaube ich. Irgendwie von den Zahlen, ja, passt es nicht so richtig. Ja, egal. Ja. Wir achten nicht auf die Nummern. Dann geht 1, 2, 3 und dann 10. Doch 10. Wir achten nicht auf unsere. Boah, die schwankt jetzt mal extrem. Ja, ich hab doch gesagt, geschwankt zu krass, aber ich ja, war ja noch bei einer Polizei dabei. Seid ihr fertig? Ja. Können wir aber anhalten, auch die das Signal geben. So, also, wenn das dann echt so rumschwanken würde, dann... aber vielleicht ist es ja so, weil ich war ja noch nie bei in echt. So, auf Normalbeschickung 0. Ich bin zwar mit einer gefahren, aber... So, mit. Und ja, dann der Rest passt alles. Nicht? Ja, jetzt. Und haben wir jetzt die Bahn fertig beschickt? Ich lasse hier das Licht mal an. Hier die Drehkreuze auf und dann noch die Absperrung. Aber so krass wie die rumschwankt, das ist nicht normal. Niklas, schau mal. Hier beim bei der Einfahrenden da. Ja. Also so krass schwankt die irgendwie nicht rum. Ja, also irgendwie jetzt gerade auch gewackt, ich glaube deshalb. Aber das sah nicht normal aus, keine Ahnung. Ja. Dann möchte ich ja die vordere Kabine einsteigen. Ja, also die erste Bahn hätten wir jetzt mal beschickt. Im nächsten also, ich Mal glaub, dann. Das ist ziemlich sicher den Kristall Express beim Nico. Ja, dann danke ich fürs Zusehen. Bis dahin und ciao. Ciao.